Was bisher geschah? Wie soll ich 10 Hauptstädte in 5 Sekunden nennen? Seid ihr verrückt? Und dann kommt ihr mir noch... Verdorbene Milch. Ist egal. 3, 2, 1. Willkommen bei Joe's Bros. So, jetzt kommen wir zur dritten Runde. Und zwar ist es Pantomime. Ich gebe dir einen Begriff vor und du musst Ernesto in einer gewissen Zeitangabe den Begriff halt... Ohne reden. Ich darf alles machen, aber ich darf nicht reden. Kein Schreiben. Ja, normal. Kein Handy, kein Bild, kein Wirklich. Du guckst auch hier in die Kamera, dass die Zuschauer auch selber mal erraten sollen. Deswegen glaube ich, ich sag mal das Wort nicht, ich flüsse dir später ins Ohr. Wenn die Zuschauer mitraten zu Hause, ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich, ne? Wir sehen uns gleich, Freunde. Bis gleich. So. Vitamine sind immer gut. Das ist der erste Bestandteil eines Cocktails. Ein wenig Mezzo-Mix. Bis jetzt noch nichts Spektakuläres, aber abwarten. So, fangen wir dann ein bisschen mit den Sachen an, die Balsamico, die das alles... Oh, das war ein ordentlicher Schluck. Die Sachen verfeinern, wollte ich sagen. Ja, schön am Sprudeln, weil wir hier bei Joe's Bros sind. Und auch davon ordentlich was rein. Next. Tomaten. Gesund. Schmeckt. So. Krautsalat. Soße. Ich habe was vergessen. Ja, Zitrone. Säure darf nicht fehlen. Das hier. So. Und natürlich, weil wir hier in der Gourmet-Küche sind, Oregano darf nicht fehlen. Ne? Guck mal, wir wollen ja auch nicht so asozial sein. Ne? Wir sind ja auch noch vernünftige Leute, dies, das. Ne? Zeig mal hier, was wir hier haben. Cocktail muss natürlich immer mit Eiswürfeln genießen. So. Auf jeden Fall sieht gut aus, oder? So, Freunde, wir sind wieder da, beziehungsweise ich war ganz Zeit hier. Die sind jetzt auch wieder da mit dem Cocktail, den ich gerade sehe. Und glaubt mir, Freunde, ihr wollt das nicht trinken. Schaut euch das mal an, Alter. Oh, was hast du gemacht? Das wirst du wahrscheinlich vielleicht rausschmecken, wenn du verlierst. Also riechen tut's nicht schlecht, so ne? Nach ein paar Gewürzen. Ich hoffe, es schmeckt auch wenigstens so, aber ich glaube nicht, so wie das aussieht, die Grütze. Aber ich muss doch nicht alles austrinken. Auf jeden Fall die Hälfte. Gebe dir jetzt das erste Wort vor. Du hast 30 Sekunden Zeit, es zu erklären. Okay? So, ich zeige dir das erste Wort. Das ist ganz oben, okay? Okay. 3, 2, 1. Ring, Himmel. Fallschirm. Fallschirmsprung. Sterne. Rakete. Fliegen. Astronaut. Ja, Killer. Eine Sekunde vor dem. Echt? 29 Sekunden? Ja. Geil. Okay. Das muss ich schon mal erstmal nicht trinken. Erstmal, okay. So. Letzte. Ab jetzt. Form, Musiker, Singen, Live-Auftritt. Rapper, auf. Schieß. Mann, Gangster-Rapper, Junge! Ich mach doch einen auf, ich bin Gangster, Junge, ich rappe hier, hier, hier! Ey, Freunde, bitte, wie kann man da drauf nicht kommen? Ich mach noch. Egal, ich war so geil mit Tourette, Alter. Ja, so. Und was soll das heißen? Ja, so, ich gehe wie ein Gangster, so, ne? Ey, wo ist die Tüte? Gib mir erstmal die Tüte. Boah,
wenn du wissen würdest, was da drin ist, ne, kannst du ungefähr erraten, was da drin war. Ei war drin. Ja. Irgendwas mit Zitrone war drin. Kann das sein? Auf jeden Fall viele Gewürze, richtig viele Gewürze. Aber ich muss sagen, ne? Also es war jetzt nicht unbedingt lecker, aber es war jetzt auch nicht so schlimm. Okay, was ist denn jetzt das vierte Spiel? Das vierte Spiel sehen wir gleich. Bis gleich! So Leute, wir haben hier drei Gläser. Zwei sind davon mit Alkohol gefüllt. Eins ist mit Salz und Zucker. Joe darf sich gleich einen von den drei aussuchen, beziehungsweise er muss erraten, welches das Glas mit dem normalen Wasser ist. Es gibt aber nichts Normales. So, willkommen zu der vierten und der letzten Challenge. Du suchst dir etwas davon aus. Ja. Du suchst dir also eins davon ist das normale Wasser. Okay. So, du musst es einfach finden, nur vom Gucken, genau von da. Du darfst nicht daran riechen, das ist schon... Ja, ich riech nicht, ich guck nur so. Du musst dir einfach nur davon einen aussuchen und den musst du komplett... Verstehe ich das jetzt richtig? Wenn ich das Wasser jetzt nehme und das Wasser habe, habe ich gewonnen. Ja, dann trinkst du halt quasi. Und die anderen beide sind irgendwas richtig Widerliches. Genau, richtig. Und die, okay. die packen, okay. die packen ich wir hab's. Weg. Was richtig widerlich ist auf jeden Fall, Alter. Aber widerlicher als der Cocktail. Okay, dann war das dieses Salz geschubst. Nein, das war nicht Salz. Dann war das Wodka. Ja, doch nicht nur Wodka. Doch. Mit Wasser? Ja, mit Wasser. Wie viel Wodka habt ihr da reingemacht? Das war ja fast pur Wodka. Ich hab... So ja, guck Leute, daran sieht man, ich bin kein Trinker auf jeden Fall. Widerlich. Okay, suchst du dir den nächsten aus? Oder? Ey, ich konnte... Das war das Klarste. Das war so, okay, Wodka, ne? Wodka. Du hast dich echt gut und stabil geschlagen. Okay. Aber du könntest es jetzt auch entscheiden, ne? Das Spiel. Sag, ey, das kann kein Wasser sein. Das kann kein Wasser sein oder unsere Spülmaschine hat nicht gut abgespült. Das muss Wasser sein, das hier. Probier. Okay. Nein, doch, ich nehm das. Na, zu halten, dann let's go, ne? Das kann doch nicht sein, Junge! Drei Wout! Na gut, Mann. Jetzt, das nur Wasser safe, ne? Ja. Das ist doch auch kein Wasser, Mann! Ja, wir dachten uns geschickt. Okay, Freunde. Ihr habt's gesehen, ne? Ich konnte eigentlich fast gar nicht gewinnen, ne? Weil egal, was ich mir davon ausgesucht hätte, ich hätte eine Bestrafung. Egal, diese 5 Sekunden, 10 Sachen, versuch's mal selber, das ist krank. Aber ich hab's alles weggesteckt. Ich muss sagen, ich schwör's euch, Leute, mein Magen dreht sich komplett gerade von innen. Es fühlt sich auf jeden Fall nicht gesund an, was ich heute alles gegessen habe. Aber ich hoffe, ihr hattet wenigstens Spaß beim Zuschauen des Videos. Ich würde sagen, ich nehme nie wieder eine Challenge von Schemus an. So, Freunde, dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst noch mal wenig Liebe dabei. Shivan72, Ernesto kennt ihr ja sowieso fast von jedem Video von mir. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Joe's Bros.